Hallo meine Freunde, ich begrüße euch heute an diesem wunderschönen Montagmorgen. Die Sonne scheint, es wird langsam warm im Auto. Ja, kommen wir mal zum Thema. Heute Bankdrücken. Die Arme sind frei gewesen, keine Schmerzen. Dennoch war das Bankdrücktraining für mich heute nicht zufriedenstellend. Warum? Ich habe mein Trainingsbuch leider im Auto liegen gelassen gehabt und habe zwar schemahaft gewusst, wie heute das Bankdrücken abläuft, aber völlig daneben gelegen beim Training. Naja, gut. Ich hatte die Erwärmung soweit durchgezogen, da gab es auch keine Probleme. Bin dann auch mit 85% ins Bankdrückshot gestiegen, habe da zwei Wiederholungen gemacht, wie ihr jetzt sehen könnt. Die 85% waren recht ordentlich gewesen. Ich habe das Wettkampfshot angehabt, das war allerdings nicht das, was ich in Ilmenau anhatte. Und naja, es holperte etwas. Bin ich voll Mutes an die 91% gegangen. Das war auch schon im Wettkampf ein Gewicht gewesen von mir. Dort habe ich einen positiven, eine negative Wiederholung gemacht. Der Trainingspartner hat mir die letzte Wiederholung mit hochgehoben, deswegen negativ. Und na gut, da war ich schon etwas demotiviert. So, da ging es auch schon los. Die erste Wiederholung, wie ihr sie hier seht, konnte ich kaum die Brust berühren. Und dann ging es auch gleich wieder runter zur zweiten. Auch da habe ich nicht berührt und hier musste er schon zugreifen. Dann runtergegangen auf 88%. Und wie die aussahen, könnt ihr jetzt nachsehen. So, dann seht einfach mal hin, wie es gelaufen ist. Auch hier wieder schwerer Umsatz. Hoch ging es super. Runter diesmal besser als beim ersten. Und das war's. Ja, genau. Die 88% 2 plus war schon mal sehr gut gewesen, aber eben nicht zufriedenstellend für mich. Ich habe dann 5 bis 10 Minuten Pause gemacht, neu gesammelt. Und bin dann wieder an die 88% gegangen. Habe ebenfalls zwei Wiederholungen gemacht. Das schauen wir uns mal jetzt an, wie das aussah. So, los geht's. Die erste Wiederholung vom zweiten Satz. Voll konzentriert auf die Wiederholung. Und dann ging es runter mit der Hantel. Touchdown und dann gleich wieder hoch. Auch beim zweiten Touchdown und wieder hoch, also keine Probleme. Ich habe dann längere Zeit Pause gemacht, um mich wieder aktiv zu erholen. Und dann kam auch das Trizepsdrücken dran am Seil. 55 Kilo, 3x3. Die 55 Kilo, die haben mir heute einen Rest gegeben, gerade im Trizeps. Das war doch recht gut gewesen zum Schluss. Und dann war Schluss mit lustig, dann war das Training auch zu Ende für mich. Ich habe im Auto danach geschaut, wie das mit dem Plan heute gewesen wäre. Und ich hätte eigentlich mit den, jetzt muss ich gucken, 85% 2x2 machen sollen. Habe ich aber nicht gemacht, nur 1x2. Und dann einmal die 90% ein einziges Mal nur drücken. Ich habe es auch nicht gemacht. Und ja, somit war das Training halt nicht zufriedenstellend für mich. Morgen mache ich die Kniebeuge. Da werde ich auch bis 88% rangehen. Und ich werde schauen, wie ich es umsetzen werde. Entweder ein oder zwei oder vielleicht maximal drei Wiederholungen mit 2 bis 3 Sätzen. Vielleicht auch sogar noch einen vierten Satz, wenn es einer Wiederholung werden. Und das werden wir allerdings dann morgen sehen. So, Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß bei eurem Training heute. Wir sehen uns morgen bei der Kniebeuge. Macht's gut, Freunde. Tschüss.